Jo, moin moin Freunde der römischen Tanzkunst und mal wieder herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute geht unsere Reise wieder nach Russland, heute wieder ein russisches MAE. Wer meine Videos verfolgt, kennt die Optik schon ein bisschen. Allerdings, diesmal ist es ungefähr halb so groß wie das, ich sag mal, Standard-MAE, was ich schon mal verkostet habe. Das verlinke ich euch auch unten wieder mit. Diesmal soll wohl speziell für Piloten bzw. für die Luftwaffe gedacht sein. Ist an dem Logo auch unschwer zu erkennen, von daher wird das schon stimmen. Dann haben wir hier Menü Nummer 1 diesmal. Was wir hier noch beachten müssen, dass es dieses Jahr im Prinzip im September abgelaufen ist. Ja, wie gesagt, die MAE ist halt deutlich länger als draufsteht. Das wissen wir. 0,84 Kilo haben wir hier drinnen. Daran sieht man auch, dass es ein kleineres Paket ist. Und, wenn ich richtig sehe, Paket Nummer 1 hat hier 1180 Kalorien. Das reicht natürlich bei weitem nicht für den ganzen Tag, für einen Soldat erst recht nicht. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wahrscheinlich dann 3 so eine Rationen für diese Truppenteile ja, ausgegeben wird. Das wäre zumindest sinnvoll. 2 wäre irgendwo das Minimum, was benötigt wird. Von der Größe her, ja, ähnlich groß wie das vom Bundeszolldienst aus Russland, was ich letztens hatte. Da hatte ich ja auch ein bisschen gerätselt, ob das eine Einmalgeschichte ist oder für den ganzen Tag. Von daher, jo, lassen wir uns überraschen. Ansonsten sieht es optisch wirklich sehr ähnlich aus wie zu dem Standard-MAE, nur eben halb so groß. So, jetzt gucken wir mal, machen wir das hier oben auf. Ist im Prinzip wieder ein Pappkarton, der allerdings hier ja, mit so einer Wachsschicht, sage ich mal, überzogen ist, um auch ein bisschen wasserabweisend zu sein. Finde ich nicht verkehrt. Allerdings viele von diesen russischen MAEs sind auch doppelt eingepackt, also in Pappe und Plastik, ja, was hier scheinbar auch so der Fall sein wird, zumindest eine Pappe noch mal drin ist, was ich nicht verkehrt finde, weil es dann wasserabweisend und natürlich auch stoßfester ist. So, legen wir das mal beiseite hier. So, was haben wir hier Schönes drin? Also wie gesagt, ich kann nach wie vor kein Russisch, seht es mir nach. Ich fange jetzt auch nicht an, hier zu übersetzen. Ich lasse mich überraschen. Ich vermute mal, das könnte irgendeine kleine Pastete oder sowas sein vom Gewicht her. 50 Gramm sind drin. Och, da fiel schon was raus. Das wird wahrscheinlich Zucker sein. Ja, Zucker oder Salz. Legen wir es beiseite. Dann haben wir hier etwas. Ja, wie gesagt, ich kann es nicht übersetzen. Könnte mir vorstellen, dass es wie eine Art Kompott ist oder so Möhrensachen oder sowas. Das hatte ich schon öfters mal drin oder auch vielleicht auch Borscht. Mal gucken. Ja, kann ich eh nicht lesen. Legen wir beiseite. So, jetzt haben wir hier, das wird Pfeffer sein. Zack. Dann haben wir hier den Tee, den kenne ich schon. Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Das kenne ich. Zack, beiseite. So, das war so ein Reinigungstuch. Ja, genau, hatte ich auch schon mal. Dann haben wir, okay, ne, dann ist das wahrscheinlich der Zucker und das hier drüben, das Salz, das kleine, ja, von der Körnung her ist das eher Salz, das passt. Das hier ist Zucker, da scheinen wir, ne, haben wir nur eins diesmal drin, reicht auch vollkommen zu, brauche ich auch definitiv nicht. Dann haben wir hier ein Hauptmenü, das ist, hat ordentlich Gewicht, das sind diesmal hier 400 Gramm sogar, sonst haben die immer 300. Das ist schon heftig, wie gesagt, übersetzen kann ich es nicht, lassen wir uns überraschen. Eine Shogi. Genau, das ist aber ein bisschen so die Standard-Schoki in den russischen MAEs, die hatte ich schon öfters drin, die ist echt lecker, also da gibt es nichts zu schimpfen. Ich glaube, da, ich habe glaube ich schon mal eine andere Sorte von der oder ähnliche Variante gehabt, naja egal, probieren wir. So, dann haben wir hier 3 Löffel drin, ja, die werde ich mir aufheben, die sind nicht so der Brüller, ne? Also jeder Soldat hat natürlich ein ordentliches Essbesteck auch. Ich habe auch ein ordentliches, also das verwende ich eher und das ja ist schade eigentlich. So, dann wieder ein Zettelchen drin, wo alles draufsteht. Und wahrscheinlich, wer es gepackt hat. Ah, hier haben wir wahrscheinlich nochmal das Packdatum mit drin, das war ja 2019. Und so ein ekelhaftes Tüchel, das werde ich definitiv nicht benutzen. Legen wir es mal beiseite. Ja, eigentlich habe ich mich auf den Kaffee gefreut. Aber jetzt, ja, eigentlich Kaffee trinken Zeit haben. Aber dann machen wir uns halt einen Tee. Warmes Wasser habe ich schon. Auch wenn ich den hier schon kenne. Das ist schwarzer Tee. Allerdings sehr lecker. Ich mag das nicht, wenn der so stark ist. Der ist aber relativ mild, meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere. So, gießen wir mal auf und lassen den nebenbei ein bisschen durchziehen, während wir schon die anderen Sachen öffnen. So. Okay. So, fangen wir mal mit den Kleinigkeiten hier an.
Achso, nee, machen wir es mal gleich mal auf. Gucken, was uns hier erwartet. So, was mir gerade auffällt, Kekse oder sowas haben wir gar nicht drin. Also wäre das natürlich unlogisch, wenn hier ein Belag drin wäre. Also wird es wahrscheinlich irgendwie wie eine Art Kompott oder so eine Kleinigkeit sein. Nee, doch, es scheint Leberwurst zu sein hier. Ich nehme mal hier ein Messerchen. Aber das ist in meinen Augen definitiv Leberwurst. Ja, doch. Riecht auch eindeutig so. Probier mal. Könnte Geflügelleberwurst sein. Wie gesagt, ja. Schmeckt aber sehr lecker, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich nicht so für Innereien und dann so eine Geschichten. Eine gut gemachte Leberwurst bildet da so ein bisschen die Ausnahme. Ne, die ist lecker, die ist nicht so intensiv nach Leber, das ist vollkommen in Ordnung. Stellen wir es mal beiseite. Aber jetzt kommt natürlich der Punkt, wo mache ich das jetzt drauf? Ja, ich meine, ich esse es auch so, ne? In der Not geht die Wurst auch ohne Brot. Aber trotzdem, ne? So, machen wir das mal auf hier. Schauen, was wir hier drin haben. Oh. Das sieht aus wieder wie so eine Möhrengeschichte. Da muss ich sagen, haben die Russen echt coole Sachen. Gerade auch so im Sommer, ist ein bisschen erfrischend. Bringt aber trotzdem Energie. Ja, geruchlich. Naja, bin gespannt. Riecht auf alle Fälle sehr lecker. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen voreingenommen, dass es unbedingt Möhre drin sein muss. Ja, coole Sache. Da ist noch was anderes mit drin. Aber es ist, ich kann schon denken, dass hier Möhre mit drin ist. Nicht nur, weil es farblich passt. Doch. Aber jetzt eine ganze Menge andere Sachen noch mit drin. Also das ist... Das hat was. Das könnte ich mir auch cool als Belag für Brot etc. vorstellen. Stellen wir es mal beiseite. Coole Sache. Kann man aber auch so definitiv weglöffeln. So, das scheint auch relativ weich zu sein. Mal gucken. Oh. Ja, also die Aufrisskanten, die sind hier immer extrem. Ich will aber auch hier eine Gewalt anwenden, das durch die Gegend fliegt. Okay, das ist eindeutig Apfelmus. Ich glaube, da brauche ich nicht groß rätseln. Ja, riecht man auch sofort. Das ist eindeutig Apfelmus. So, so sieht er aus. Das Schöne ist, der hat eine leichte Säuerlichkeit. Ist kein Zucker drin. Das schmeckt man sofort, ist nicht nachgezuckert. Das finde ich immer sehr angenehm. Und das ist auch das, was mir hier, was bei uns so zu kaufen gibt, nicht gefällt. Das ist oftmals alles nachgezuckert. Vollkommener Quatsch, ne? Weil die Äpfel haben in sich Zucker drin. Und so eine leichte Säuerlichkeit gefällt mir persönlich auch besser. Also, coole Geschichte. Apfelmus, wie ich ihn mag. Das ist auch so eine Geschichte, die kann man nicht so weglöffeln. Da braucht man kein Brot, nicht dazu. Passt. So, jetzt gucken wir uns mal den Tee langsam an. Da muss ich nur mal das Beutelchen hier entfernen. So, ja, farblich eindeutig schwarzer Tee. Geruchlich auch. Riecht aber sehr angenehm. Die sind nicht so extrem. Probieren wir. Ja. Sehr angenehm. Also, das ist Zucker und sowas bräuchte man definitiv nicht hier. Den trinke ich dann aus. Ist halt ein bisschen so mein Kaffeeersatz. Ja, dann kommen wir zum Hauptmenü. Hier bin ich gespannt. Auf alle Fälle dieser riesen Ding hier. Wichtig, wenn ihr sowas probiert, immer ganz aufreißen, wirklich sich anschauen. Denn oftmals ist es so, bei diesen MAEs, das so ein bisschen versteckt ist. Da ist manchmal hinten noch Fleisch, vorne die Bohnen. Also das noch so am Rand. So. Nehmen wir uns mal ein Tellerchen. Beziehungsweise, ich glaube, ich brauche mal einen großen Löffel. Nehmen wir mal das hier raus. Ja, das scheinen Kartoffeln auf alle Fälle zu sein. Wie eine Art Gulasch, sage ich mal. Möhren. Oh, jetzt habe ich schon geklärt. Möhren sind auf alle Fälle mit drin. Ja, riecht auch sehr angenehm. Tun wir es mal beiseite hin. Gucken, ist hier was anderes mit drin.
Nö, das ist im Prinzip alles ein und dasselbe. Ich denke mal, das wird wie eine Art Eintopf sein. So, okay, probieren wir es erstmal. Kalt, ja, das ein bisschen mal beiseite hier. So, also das werden Kartoffeln hier sein, also davon gehe ich mal aus. Geruchlich, ja, riecht es doch wieder relativ, ich sag mal, kalorienlastig. Scheint Speck mit drin zu sein. Nö, geht. Noch die Möhren mit dazu hier. Das Fleisch. Ein bisschen aus so wie Kassler, so in die Richtung. Wahrscheinlich Schweinefleisch sein. Nicht schlecht, ist auch gut durch. Ich mache das mal warm. Ja, da bin ich wieder. Ich denke schon, dass hier auch ein bisschen Speck mit drin ist, weil das in der Mikrowelle halb explodiert ist. Ist immer so ein Zeichen, dass auch Fett mit drin ist. So, probieren wir das Ganze mal warm. Sieht auf alle Fälle lecker aus. Geruchlich, ja, jetzt riecht das Fleisch auch ein bisschen mehr durch. Leckere Angelegenheit. Ja, also ein bisschen wie Eintopf, nur ohne halt die Flüssigkeit dazu. Also coole Sache. Und schmeckt auch, dass es, wie gesagt, ein bisschen auch Energiegehalt auf alle Fälle hat. Klar, irgendwie müssen ja diese 1180 Kalorien. Jetzt muss ich mal gucken. Genau, 1180 müssen ja, das ist ja mit Nummer 1, noch irgendwie zustande kommen. Und ich sag mal, durch den Apfelmus und durch diese Möhrengeschichte, die zwar total lecker ist, aber kommt das natürlich nicht zustande. Gut, die Leberwurst haben wir noch. Also muss das natürlich irgendwo schon ein bisschen einen Energiehaushalt haben. Was haben wir hier noch draufstehen? Können wir mal schauen. 158 Kalorien pro 100 Gramm mal 4 sind 600, knapp 700, 650. Okay, ja, das ist schon ordentlich. So, räumen wir es beiseite. Jetzt haben wir ja eigentlich nur noch die Schokolade, die ich auch schon kenne, die auch sehr lecker ist. Machen wir es mal auf. So, mal schauen. 30 Gramm sind das wahrscheinlich. Gucken, wie viel das Dunkle ist. 70-prozentige. Gut, da bin ich mal gespannt. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich 55. Also, es kann schon sein, dass es noch mal anders ist. Okay, hier ist auf alle Fälle Kakao wurde schon ein bisschen ausgetreten. Was jetzt kein schlechtes Qualitätsmerkmal ist. Also, wenn ihr eure Schokolade so aussieht. Probiert sie trotzdem, die ist meistens noch essbar. Ne? Also, es ist wirklich in seltenen Fällen, dass sie nicht mehr essbar ist. Es ist normal, dass die Kakaobutter ein bisschen austritt. Ja, riecht nach dunkler Schokolade. Definitiv noch essbar. Na, ja, es gibt heute Abend. Ja, coole Sache. Ja, kommen wir zum Fazit, aber wir können unsere Hände ein bisschen sauber machen. Das war auch, glaube ich, ein Desinfektionstuch. Ja. Das Schöne hierbei war, das ist zwar getränkt, aber das ist nicht so ein billiges Papiertüchel, was man sonst so hat, was sofort zerreißt, sondern es ist immer bei den Russen ein bisschen wie Stoff. Und das finde ich nicht schlecht, weil man damit natürlich auch besser sich reinigen kann, beziehungsweise auch Dinge abwischen kann. Finde ich cool. Und das Getränk ist auch nicht so aggressiv. Ne? Also manchmal stinkt das ja bei uns hier extrem nach Desinfektionsmittel, Alkohol. Also das ist hier nicht der Fall. Riecht total angenehm. Ja, Salz, Pfeffer haben wir noch übrig, brauchen wir nicht. Kommen wir zum Fazit. An sich coole Sache. Niedliches Paketchen. Ja, ist natürlich für den ganzen Tag ein bisschen wenig. Deswegen, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass hier wirklich 3 Stück ausgereicht werden. Was mich hier ein bisschen. Oder andersrum, preislich darf man hier echt nicht drüber nachdenken. Es gibt die in Deutschland so gut wie überhaupt nicht zu bekommen, wenn legt der dicke 20, 30 € Minimum dafür. Und das steht natürlich null im Verhältnis zu dem Inhalt, keine Frage. Damit erledigt sich natürlich auch die Frage, macht es Sinn, das einzulagern? Nie wirklich, weil es gibt deutlich größere Pakete, auch aus Russland, für doch deutlich besseren Preis, auch was man ranbekommt. Ansonsten ist es vom Inhalt her ähnlich wie die, ich sag mal, normalen russischen Pakete aufgebaut. Jetzt ist hier nichts, was mich jetzt vom Hocker haut oder wo ich sage, das ist komplett anders, wie ich es bisher kenne. Aber ja, an sich
cooler Inhalt. Was mich hier ein bisschen wundert oder was mich hier auch ein bisschen stört, ist, dass es kein wirkliches Getränkepulver noch dazu gibt. Das ist so nur eine kleine Sache, die ich anmerken würde. Weil, wie gesagt, nur mit dem Tee hier oder ein Kaffee oder sowas wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber gut, das ist ja immer noch auf hohem Niveau. Ja, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Lasst gerne auch einen Daumen nach oben da und ein Abo da. Jo, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.